heute wird es thematisch schwierig. Ich spreche an dieser Stelle eine deutliche Triggerwarnung aus, wegen ja, Fettfeindlichkeit und auch so ein bisschen Sexismus. Ganz vorab, also wen das irgendwie triggert, schaltet ab oder ja, guckt halt weiter. Und guckt, wie weit ihr kommt. Ich versuche das Ganze so sachlich wie möglich zu halten. Dann spreche ich noch einen Hinweis aus. Ich dulde unter diesem Video weder Beleidigungen, Hate oder was sonst irgendwie diskriminierende Sprache, was sonst irgendwie in so eine beleidigende, negative Richtung geht. Das wird gemeldet und gelöscht. Konstruktive Diskussionen immer, klar, aber alles andere, nö. Will ich hier nicht, sehe ich hier nicht. Ihr seid hier in meinem Wohnzimmer zu Gast und wem es hier nicht gefällt, der kann halt gehen. Ihr müsst dieses Video nicht gucken, aber mir war es ein Bedürfnis, dieses Video zu machen. Ich habe übrigens sogar Notizen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie Notizen habe. Das ist halt so ernst. So. Und zwar sind in letzter Zeit einige Videos online gegangen, von denen ich mich ganz stark getriggert gefühlt habe und wo ich gedacht habe, so, wow, was stimmt bei euch denn nicht? Unter anderem von Sascha, von KuchenTV, von diversen anderen. Ich glaube, die gerade genannten sind auch die größten YouTuber, die sich darüber ausgelassen haben. Und zwar geht es um Vorurteile gegenüber Menschen mit Mehrgewicht, weil mehrgewichtige Menschen machen ja alle keinen Sport, sind undiszipliniert und essen ja auch einfach zu viel. Ja, so sieht das nämlich aus nach Meinung dieser Videos. Und ich habe da halt was vorbereitet, um das Ganze zu widerlegen. Es gibt natürlich zu allem, was ich sage, gibt es eine Studienlage. Ich werde euch die Studien und auch eine hilfreiche Homepage zu den Studien unten in der Infobox verlinken. Wer sich da noch vertieft einlesen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Ich habe am Ende sogar noch Buchempfehlungen für euch und Videoempfehlungen. Genau. Und zwar fange ich jetzt einfach mal chronologisch an. Ich spiele übrigens keine Ausschnitte von irgendwelchen Videos ein, auf die ich hier quasi insgesamt reagiere, weil ich das einfach auf meinem Kanal nicht haben möchte. Genau, erstmal auch zu den Studien. Das Lesen und Bewerten von Studien und Gegenstudien sollte man bei solchen Videos schon können. Können viele YouTuber, die Videos zu diesen Thematiken gedreht haben, offensichtlich nicht. Denn sonst hätten sie das getan. Ich kann tatsächlich Studien lesen. Ich habe das sowohl in meiner Zeit bei meiner Ausbildung als Krankenschwester gelernt und ich musste das auch später im Studium. Also ja, Studien lesen. Check! So, fangen wir mal mit dem Begriff Body Positivity an. Der ist Katzenhaar auf der Nase. Der wird da ja auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen und der Kontext, in dem Body Positivity dargestellt wird, wie Body Positivity beschrieben wird, ist schlichtweg falsch. Und zwar ist Body Positivity, gab es das erste Mal um 1850 bis 1890 in der ersten Feminismuswelle. Denn da haben Frauen ihre Korsetts abgelegt und haben gesagt so, hey, nehmt meinen Körper, wie er ist, auch ohne Korsett. Weil Korsetts sind ja, unbequem, ungesund. Ich glaube, da brauche ich nicht drüber aufklären. Und wenn doch, gibt es dazu ein gesondertes Video, weil was da alles mit dem Körper passiert, fast so schlimm wie mit Dingen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Dann gab es eine zweite Bewegung unter diesem Motto. Und zwar 1967 gab es eine Demonstration in New York von mehrgewichtigen Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben. Darunter waren auch viele schwarze Frauen, weil die als Frau und dann noch als POC quasi doppelt diskriminiert waren, beziehungsweise dann mit Mehrgewicht dreifach diskriminiert. Genau.
Und das, was die Menschen in den aktuellen Videos, die so kursieren, kritisieren, ist eigentlich gar nicht die Body Positivity Bewegung, sondern Fat Acceptance Bewegung bzw. Health at Every Size. So, zu letzterem habe ich euch einen Blogartikel geschrieben. Lest den einfach, Blog ist verlinkt. Ich finde es auch schon schwierig, dass enorm schöne, schlanke Menschen irgendwelche Posts im Namen von Body Positivity machen. Die haben sich das einfach unter den Nagel gerissen. Das ist ein Begriff, der gehört, Begriffe gehören niemandem, aber der gehört mehrgewichtigen Personen, egal ob Mann oder Frau. Man sieht aber ständig bei Body Positivity irgendwie so enorm schöne, schlanke, weiße, vornehmlich Frauen, auch ein paar Männer, aber vornehmlich Frauen, die sich hinsetzen und dann eine Speckrolle haben und dann richten sie sich auf und dann ist alles straff und beides soll normal sein und man sitzt da selber als mehrgewichtiger Mensch und denkt so, ja, wenn ich aufstehe, ist meine Fettrolle immer noch da. Was stimmt nicht mit dir? Also, ja, egal, das ist eine andere Geschichte. Dann wurde der Vorwurf laut, dass Menschen wie ich, die versuchen nach Health at Every Size und intuitivem Essen zu leben und so weiter und so fort und versuchen mit ihrem mehrgewichtigen Körper, der ja eine Entstehungsgeschichte hat, auf die komme ich noch zu sprechen, keine Angst, es wird nicht langweilig, vielleicht doch, man weiß es nicht, die versuchen mit ihrem mehrgewichtigen Körper klarzukommen und sich nicht zu hassen, sondern sich einfach nur selbst zu akzeptieren, denen wird dann vorgeworfen, du propagierst Übergewicht, wo ich mir denke, ja klar, indem ich die Diskriminierung von Übergewichtigen aufzeige, propagiere ich Übergewicht, weil diskriminiert werden ist so geil, wir müssen alle übergewichtig werden. Alle, weil diskriminiert werden ist das Geilste auf der Welt, brauchen wir nicht. Ich hoffe, ihr habt die Ironie verstanden. Ich propagiere kein Über- bzw. Mehrgewicht. Und ich habe dazu ein Zitat im Ist doch was du willst Podcast gehört von einer Gästin dort. Und die hat gesagt, es ist ein radikaler politischer Akt, morgens aufzustehen als dicker Mensch und zu sagen, nein, ich hasse mich heute mal nicht. Es ist ein radikal politischer Akt, sich als dicker Mensch vielleicht nicht verändern zu wollen. Und das fand ich eine krasse Aussage, weil, ja, dann bin ich halt dick. Mein Körper geht doch niemanden eigentlich etwas an, genauso wie meine Sexualität oder sonst irgendwas. Ja, ich frage mich auch immer noch, wann wir angefangen haben, die Körper anderer Menschen zu beurteilen. Wer hat uns das Recht dazu gegeben? Aber auch ein anderes Thema. Und da fiel dann auch so dieser Begriff guter Dicker, schlechter Dicker. Und die Menschen, die sich selbst akzeptieren wollen, die mehr Gewicht haben und die einfach versuchen, im Leben klarzukommen, die ja, essen, worauf sie Lust haben, Sport so machen, wie sie da Bock drauf haben. Das sind dann die schlechten Dicken. Und die guten Dicken, das sind die, die immer lustig sind und die immer nur einen Salat essen in Gesellschaft und die sagen, ich möchte ja so gern abnehmen, aber das sind die guten Dicken. So. Dann wird auch ganz gerne im Rahmen von dieser Diskriminierung, also ihr merkt, ich hake die Punkte so nacheinander ab. Ich habe mir die Videos tatsächlich mehrfach gegeben, um wirklich alle Punkte zu erfassen. Es gab auch ein Video, das wirkte einfach nur so krass persönlich, wo ich so dachte, ja, wo ist jetzt, was? Also da war keine sachliche Aussage in diesem Video. Egal. So, es gibt, wenn es um Diskriminierung geht, gerade um Fettshaming, gibt es immer wieder dieses Argument, aber dünne Menschen werden doch auch beschämt. Ja, werden sie. Nennt sich dann Skinny-Shaming, ist aber, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht strukturell. Das ist individuell. Also das ist tatsächlich in der Regel, ich sagte in der Regel, ist nicht immer so, in der Regel ist es so, dass schlanke Menschen als Norm schön gelten, so, ja. Und
einfach gesellschaftlich akzeptiert werden. Zumindest ihr Aussehen. Zumindest, ja, nicht mal zwingend ihr Aussehen. Wenn die jetzt irgendwie komische Haare haben, werden sie auch schief angeguckt. Aber ihr Körperbau, ihre Körperstruktur, ob das jetzt gesund ist oder nicht, Hauptsache du bist schlank. Oder auch manchmal dünn. Untergewicht wird erst hinterfragt, wenn es wirklich, wirklich gefährlich ist. Und bis dahin gilt auch Untergewicht in unserer Gesellschaft als Norm schön. Das muss man sich auch mal reinziehen, ja. Und schlanke, dünne Menschen werden nicht strukturell diskriminiert. Ich hatte da letztens eine sehr interessante Unterhaltung mit meiner Stiefschwester, die ist ein sehr dünner Mensch, und mit einer anderen Instagrammerin, und die hat mir geschrieben, das hatte ich meiner Stiefschwester dann auch geschrieben, weil meine Stiefschwester sagte, ich habe den Eindruck, mehrgewichtige Menschen hassen mich. Ich dachte, nein, warum soll ich dich hassen? Ich liebe dich, du bist meine Stiefschwester. Und ihr das zu erklären, weil sie wurde aufgrund ihrer schlanken Figur beim Arzt beschämt. Und das war übel, also was sie mir da geschrieben hat, wo ich mir denke, das geht gar nicht. Ist ihr auch schon leider passiert. Ist aber wie gesagt ein Einzelfall und nicht strukturell, und das zu erklären war tatsächlich ziemlich schwierig. Und diese andere Instagrammerin schrieb dann... in einem anderen Zusammenhang zwar auch, aber sie sagt, das ist ein bisschen wie mit Rassismus. Wenn POC oder anderweitig von Rassismus betroffene Menschen, Asiaten zum Beispiel oder so, wenn die laut werden, dann haben die Weißen immer das Gefühl, oder wir Weißen, die würden uns hassen oder die wollen uns was wegnehmen. Man fühlt sich komisch. Da geht es ein bisschen um Macht, und so ähnlich ist das beim Skinny- und Fettshaming auch. Das sind unterbewusste Mechanismen, die bei uns im Unterbewusstsein ablaufen. Ja, darum sind es unterbewusste Mechanismen. Sehr gut, Janine. Weil wir so sozialisiert sind. Das kann man aber umlernen. Muss man halt was für tun. Literatur lesen, sich mit den Dingen beschäftigen, betroffene Menschen zuhören etc. Und ja, was macht denn jetzt diese strukturelle Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen aus? Wenn man shoppen geht als mehrgewichtiger Mensch, hat man oft das Problem, dass man so offline in den Läden nichts findet. Oder man findet sackartige Gebilde, die dann als Kleidung durchgehen, die man aber auch nicht anziehen möchte. Man wird auch oft in Läden angeguckt, selbst wenn man nur mit den Freundinnen reingeht, weil die Freundinnen in diesem Laden was haben wollen, weil man ist halt einfach Teil der Gruppe und geht mit. Dann gibt es Verkäufer und Verkäuferinnen, die gucken und sagen so, also für sie haben wir hier nichts. Sie können ja eigentlich wieder gehen, ne? Danke, ja. Ist okay, ich wollte eh nichts kaufen, aber so, ja. Dann ist es so, wenn es denn dann doch mal Kleidungsstücke in Größe 42, 44 oder höher gibt, dass das gleiche Kleidungsstück, das gleiche T-Shirt, was man zum Beispiel auch in Größe 38 kriegen kann, in Größe 44 auf einmal mehr kostet. Aber Größe 38 kostet genauso viel wie Größe 34. Warum muss Größe 34 denn da nicht weniger zahlen? Falls jetzt jemand kommt mit, ist ja dann mehr Stoff oder so ein Quatsch. Ja? So, man wird stigmatisiert, man ist als mehrgewichtiger Mensch automatisch dumm, hässlich, ungepflegt, unsportlich, undiszipliniert, keine Ahnung, alles mögliche andere noch. Arztbesuche enden oft mit einer Bewertung der Krankheit, die sich nur auf das Gewicht bezieht. Es ist dann zum Beispiel so, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verhaspel und hier nicht was erzähle, was ich eigentlich später erzählen wollte. Ja, genau, da kommt später nochmal was zu krank und Körperform, Krankheit und Gesundheit. Es ist zum Beispiel so, wenn man beim Arzt ist,
das Erlebnis hatte ich und das, da bin ich kein Einzelfall, das haben ganz viele und ich bin jetzt ja nicht, ich wiege keine 100, 200 Kilo, ich bin ja am unteren Ende des Fettspektrums, so nennt sich das. Ich war beim Arzt, weil ich furchtbare Rückenschmerzen hatte. Damals war ich noch in der Krankenpflege tätig und kannte das von meinen Kollegen und habe gedacht so, Bandscheibenbaby, man weiß es nicht. Ich hatte wirklich ganz schlimme Rückenschmerzen, ich konnte kaum laufen, ich konnte nicht richtig stehen. Ich hatte wirklich akute, schlimme, krasse Schmerzen. Und ich ging dann zum Orthopäden, klar, und der Orthopäde guckt mich an und sagt, ja, ja, nehmen Sie mal ab, dann werden Ihre Rückenschmerzen besser. Und dann stand ich da und habe gesagt so, ich habe akute, schlimme Schmerzen. Können Sie mich vielleicht bitte untersuchen? Abnehmen ist ein langwieriger Prozess. Sie wissen auch gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. Und dann sagt er, nee, das sehe ich doch. Ihre Rückenschmerzen kommen von Ihrem Mehrgewicht. Ja, okay. Gott sei Dank habe ich damals nicht locker gelassen. Ich bin zu einem anderen Orthopäden gegangen. Der hat mich unabhängig von meinem Gewicht untersucht und beurteilt und hat dann noch ein bildgebendes Verfahren gemacht. Ich kam dann, erstmal wurde ich geröntgt, da gab es schon eine erste Verdachtsdiagnose tatsächlich. Dann wurde ich noch zum MRT geschickt und es stellte sich heraus, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle habe und einen Gleitwirbel. Und das Ganze ist halt auch nicht ganz ungefährlich, also unbehandelt hätte ich tatsächlich im Rollstuhl enden können. Einfach nur, weil dieser Arzt mich auf mein Gewicht reduziert hat. Und das ist mir nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in dieser Situation passiert. Das ist nur die gefährlichste Situation, aufgrund derer das passiert ist. Einem schlanken Menschen passiert sowas nicht. Also in der Regel. Natürlich gibt es da auch wieder Ärzte, die Skinny-Shaming betreiben, die dann sagen, ja, sie müssen mehr essen und zunehmen, dann passt das mit den Gelenken auch. Auch Bullshit. Wenn jemand Schmerzen in den Gelenken hat, untersuche ich die Gelenke und nicht das Gewicht. Kommen wir aber später auch nochmal drauf. Die Krankheiten werden darauf bewertet. Also wenn ein mehrgewichtiger Mensch Diabetes kriegt, ist der immer selbst schuld. Und wenn ein schlanker Mensch Diabetes kriegt, dann sagt man, oh, der arme Mensch, der hat doch immer Sport gemacht. Das tut einem dann leid. Die Darstellung in der Öffentlichkeit von mehrgewichtigen Menschen ist immer negativ. Sie werden in der Regel ohne Kopf dargestellt, schlecht gekleidet und mindestens mit einem Softdrink oder aber mit Fastfood in der Hand. Achtet mal drauf. Ach, Krümeli, was ist denn los? Mhm. Krümel hat heute keine Lust auf Video. Ja, genau. So, bei Dates gibt es auch so Situationen, wo dann gesagt wird, ich habe da auch vieles von selbst erlebt, wo dann gesagt wird, ja, also dein Gesicht ist ja hübsch. Ja. Wenn ich mich gedatet habe, war das nie ein Blind Date. Die Leute wussten immer vorher, wie ich aussehe. Also, naja. Oder, wir können uns ja gerne heimlich treffen, aber jetzt so mit meinem... Nee, ich möchte das nicht. Ja, okay. Läuft. Ach, Krümel. Jetzt ist gut. Es gibt tatsächlich mittlerweile nachweisbare Nachteile auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Mehrgewicht, eben aufgrund der eben genannten Stigmatisierung, weil mehrgewichtige Menschen sind ja auch faul, ne? Also, und repräsentativ auch nicht. Also man kann die jetzt nicht vor eine Kamera stellen oder zu so einem öffentlichkeitswirksamen Termin mitnehmen oder ob sie zu Gericht mit können, ich weiß ja nicht. So, ja, und es gibt ganz oft Schuldzuweisungen. Es wird irgendwie, wenn man schlank ist, ist das eine Leistung. Und wenn man mehrgewichtig ist, gibt es immer eine Schuldfrage. Wer ist denn schuld? Ich denke, ja, da gibt es viele Einflussfaktoren. Und wenn es so einfach wäre, mit von wegen einfach mal weniger essen, mehr bewegen, gäbe es keine Menschen mit Übergewicht. Just saying. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Sorry, ich musste gerade den besorgten Hund ein bisschen zur Raison bringen. Der Katze geht es nicht so gut. Wenn ihr das hier seht, ist sie hoffentlich wieder fit.
aber der Hund ist ein bisschen unruhig. So, also, der nächste Punkt. Mehr Gewicht heißt gleich ungesund, schlank gleich gesund. Freunde der Sonne, das ist falsch. Man kann den Gesundheitsstatus eines Menschen nicht, ich wiederhole, nicht an seiner Körperform ablesen. Mir stehen weder meine Blutwerte noch sonst irgendwas auf der Stirn. So, also außer ihr seht die, dann teilt sie mir doch mit. Also ich meine, ich kenne meine Blutwerte. Aber egal. Was ein großes Problem ist, ist tatsächlich die mentale Gesundheit. Die wird völlig außer Acht gelassen bei mehrgewichtigen Menschen. Denn man wird den ganzen Tag irgendwie diskriminiert. Man muss sich anhören, wie man sich zu kleiden hat. Das Essen wird irgendwie kommentiert. Dann erzählt einem der Arzt noch so, keine Ahnung. Ja, nehmen Sie ab, dann gehen Ihre Rückenschmerzen weg und, und. Das sind alles so kleine Alltagsaggressionen, die nennt man auch Mikroaggressionen und die verursachen Stress im Körper. Und dass Stress schlecht ist, liebe Leute, da sind wir uns wohl einig. Sogar Krümel stimmt zu. Mittlerweile weiß man auch, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Mehrgewicht und Krankheiten gibt. Natürlich bis zu einem irgendwann ein extrem hohes Gewicht. Da reden wir aber von einem Gewicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel Kilo. Da sind die Menschen, die in den Videos gemeint waren, fallen da nicht drunter. Ich auch nicht. Sind da weit von weg. Jedes Krankheitsrisiko lässt sich unabhängig vom Gewicht erklären. Und der größte Faktor ist in diesem Fall Stress. Stress, der ausgelöst wird durch zum Beispiel Diskriminierung, durch die ganzen Mikroaggressionen. Natürlich auch durch andere Dinge. Ne? Auf der Arbeit hat man Stress oder so. Weil Stress tut nämlich etwas. Stress lässt beispielsweise, ist nur ein Beispiel, eins von vielen. Stress lässt durch verschiedene Wirkmechanismen im Körper den Blutzuckerspiegel im Blut ansteigen, was langfristig zu einer Insulinresistenz führen kann. Hat das was mit dem Gewicht zu tun? Nein! Es ist der Stress. Einfach mal drüber nachdenken. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch, Gesundheit ist keine moralische Verpflichtung. Ich bin niemandem verpflichtet, gesund zu sein, außer mir selbst. Eventuell, wenn ich Kinder habe, noch meinen Kindern, weil dann habe ich Verantwortung, vielleicht auch noch meinem Ehepartner, weil auch da hat man ja irgendwie eine Verantwortung. Aber grundsätzlich hat man ja immer wieder, wenn sich irgendwer in die Ernährungsweise oder in den Sport oder whatever von irgendwem einmischt, ja, ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Es ist meine Gesundheit. Danke. Muss man sich keine Sorgen drum machen. Problematisch ist auch, dieses Wort gesund schließt ganz viele Menschen aus. Ein chronisch kranker Mensch ist niemals gesund. Per Definition. Jemand, der querschnittsgelähmt ist, im Rollstuhl sitzt, ist niemals gesund. Ein anderweitig gehandicapter Mensch, muss ja nicht immer körperlich sein, kann ja auch geistig sein, ist niemals gesund. Vielleicht auch mal wichtig zu bedenken. Nicht wahr? Dann gibt es auch immer wieder hatte ich ja eben schon gesagt, wenn es so leicht wäre, einfach nur ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen weniger essen, hätten wir keine übergewichtigen Menschen mehr. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Unser Gewicht wird von ganz, ganz vielen Faktoren bestimmt. Natürlich sind Bewegung und Ernährung ein Teil davon. Gesunde, ausgewogene Ernährung und eine gesunde, ausgewogene Bewegung sind auch wichtig. Das ist völlig unstrittig. Wir müssen unseren Körper ja am Laufen halten. So, aber ich kann ja wenn ich
nach den Videos gehe, die ich gerade im Hinterkopf habe, kann ich ja auch eh nur 2 Treppenstufen steigen und bin dann völlig fertig. Und keine Ahnung, ob ich bei 3 tot umfalle oder so. By the way, ich fahre regelmäßig Fahrrad, ich gehe joggen, aber dicke Menschen machen keinen Sport. Mein Liebster hat jetzt mit Corona-Fitnessstudios zu leider auch zugenommen. Ist so, der fährt jeden Tag 10 Kilometer Fahrrad zur Arbeit mit schwerem Rucksack und hast du nicht gesehen. Aber mehrgewichtige Menschen sind faul und bewegen sich nicht. Ja, klar. Ist in Ordnung. Was außer Ernährung und Bewegung spielt denn überhaupt noch eine Rolle beim Gewicht? Da spielen die Gene einen großen Fakt. Eine große Rolle. Es gibt verschiedene Umweltfaktoren. Der soziale Status spielt eine Rolle. Auch das weiß man mittlerweile. Es gibt auch einen sogenannten Setting Point vom Gewicht, was der Körper anstrebt, womit er sich quasi wohlfühlt, womit er sich gut fühlt. Auch das spielt eine Rolle und ganz, ganz viel mehr. Und ja, wie eben schon erwähnt, auch mehrgewichtige Menschen machen Sport. Und ein Problem daran ist allerdings, dass mehrgewichtigen Menschen der Sport schwer gemacht wird. Also es gibt wenig schöne Sportkleidung für mehrgewichtige Menschen und man möchte tatsächlich ja auch entsprechende Kleidung tragen beim Sport, auch wenn man dick ist. Wenn man dann vielleicht auch mal irgendwie was Engeres, was Knapperes anhat, weil das, also für mich zum Beispiel beim Krafttraining ist es einfach bequemer, wenn da nicht nur irgendwo ein T-Shirt an mir rumfluddelt, sondern wenn ich dann wirklich was Enges anhat. Ja, da sieht man meine Speckröllchen. Mein Gott, wem es nicht passt, der muss weggucken, krümel halt die Klappe. Und dann, wie oft ich im Fitnessstudio schon dumm angemacht wurde und noch angeguckt wurde und beleidigt wurde und diskriminiert wurde, aufgrund einfach nur meines Aussehens. Ja, ich soll noch nach Hause gehen, auf mein Sofa und noch mehr Chips essen und wie ich Fetti es überhaupt geschafft habe, ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Oder ich soll mir ja was anderes anziehen und. Lauter grenzüberschreitende, anmaßende Kommentare, wo ich eigentlich einfach keinen Bock mehr habe, zum Sport zu gehen. Obwohl der Sport meinem Körper gut tut. Und übrigens, 3-mal die Woche eine Stunde Krafttraining mit ausgewogener Ernährung. Ja, ich bin aber trotzdem mopsig. Also dick, um es mal zu sagen, wie es ist. Ich bin am unteren Ende vom Fettspektrum, aber trotzdem bin ich dick. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Sport mache und mich nicht gesund ernähre. Ich bin ein bisschen wütend. So. Was aber auch ein Problem an Diäten zum Beispiel ist, der Körper kann nicht unterscheiden, ob du jetzt eine Diät machst, um dein Gewicht zu reduzieren, warum auch immer du das möchtest. Ne, weil du dich schöner fühlen willst, weil du diskriminiert willst, weil du der Meinung bist, dass es gesund ist. Der Grund ist ja egal. Der Körper kann aber nicht unterscheiden, machst du eine Diät oder hast du gerade eine Hungersnot, weil keine Nahrungsmittel mehr da sind, weil Dürre, Krieg, Pandemie, keine Ahnung. Okay, es gibt noch kein Klopapier in der Pandemie, aber obwohl haben wir dieses Jahr ja auch wieder. Der Körper kann das nicht unterscheiden. Der Körper merkt nur, du kriegst zu wenig zu essen. Und gnade dir Gott, wenn du dann wieder normal isst. Also selbst wenn du ausgewogen bist, wenn du wieder normal bist, wirst du zunehmen, weil der Körper denkt, boah, geil, endlich kriege ich wieder das, was ich brauche. Jetzt muss ich das aber auch festhalten und gucken, weil die nächste Hungersnot, die könnte kommen. Ich brauche mein Fett. Ich muss überleben. Der Körper möchte einfach nur, dass wir überleben. Und da spricht man dann vom Jojo-Effekt und dieser Mechanismus ist im Übrigen auch der Grund, weshalb langfristige Diäten, also ich spreche jetzt nicht von einem Jahr, von 2 Jahren, sondern von mindestens 5 Jahren, langfristige Diäten zu 98% scheitern. Darüber gibt es auch Studien. Und von diesen 98% der gescheiterten Diäten sind 75% am Ende schwerer als vorher oder dicker als vorher. Das muss man sich mal reinziehen. Natürlich gibt es die Ausnahmen. Es gibt die Menschen,
die es geschafft haben abzunehmen, die jetzt gesund sind, die wieder normal essen und wo der Körper das irgendwie aus irgendeinem Grund, die hatten dann vielleicht einfach Glück mit den Genen. Also ne, wie gesagt, es spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Wenn da irgendein Fakt von vielleicht sehr überwogen hat, hatten die halt einfach Glück, haben ihr Glück oder ihre Chance beim Schopf gepackt und haben sie genutzt und gut umgesetzt. Natürlich gibt es diese Menschen. Es gibt aber auch die Menschen, die schlank geworden sind und den Rest ihres Lebens auf Diät sind. Da denke ich mir so, also ja, ich wäre gerne schlank, da stehe ich auch zu, aber ich möchte ein schönes Leben haben. Ich möchte Dinge genießen. Also wie gesagt, wir leben ja grundsätzlich ausgewogen gesund. Für alle, die es nicht wissen, wir leben auch vegan. Auch das geht ungesund, ich weiß, aber wir leben gesund vegan und ich koche frisch und selber und ne, ja, es gibt bei uns auch mal eine Pizza, aber das ist es eben. Ich möchte auch mal eine Pizza essen. Und das Leben ist viel zu kurz und zu wichtig und es gibt so viel wichtigere Dinge, als ob ich jetzt 5 Kilo mehr oder weniger habe. Weiß ich nicht. Wenn das natürlich mein Lebensinhalt ist, wenn mein Körper mein Lebensinhalt ist, dann ist das wieder was anderes. Aber ich rede jetzt so vom Otto-Normal-Durchschnittsmenschen. Okay, auch da kann der Körper der Lebensinhalt sein. Ihr wisst, wie ich das meine. Genau. Und das Problem ist, bei dem Durchschnittsmenschen, wenn man dann merkt, oh Mist, ich habe jetzt langfristig doch wieder zugenommen, dann macht man die nächste Diät. Und dann nimmt man wieder ab. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Das nennt sich Weight Cycling. Das ist Bestandteil meiner Diätkarriere. Man spricht davon Diätkarriere. Ich wurde damals mit 9 das erste Mal auf Diät gesetzt. Wenn ich jetzt meine Kinderfotos angucke, werde ich unfassbar wütend, weil ich ein normales Kind war. Meine Mutter hatte einfach nur einen völligen Lattenschuss. Die Frau hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und ja, das kann ich so öffentlich sagen, da stehe ich zu, dass die mich auf Diät gesetzt hat, weil das war der Anfang vom Ende für mich und meinen Stoffwechsel, weil das Problem ist auch, in so einer Diät, da der Körper auf Überleben gepolt ist, fährt der Stoffwechsel natürlich runter, die Fettverbrennung hört auf im Übrigen, also außer man hungert genug, dann muss der Körper das Fett nehmen, aber ne? Und das hält langfristig an. Und wenn man dann mit diesem Energiesparstoffwechsel anders ist, normal ist, oder wenn dann wie bei mir das Krafttraining wegbricht, und dann steht man da nicht so. Mist! Und ja, das ist dann schwierig und dann nimmt man halt zu. Und dieses Weight Cycling macht auch nachweislich krank. Also das ist der zweitgrößte Faktor, der krank macht bei mehrgewichtigen Menschen. Der ist abhängig vom Gewicht, sagt ja der Name, Weight Cycling, klar. Aber man tut seinem Körper halt im Grunde genommen auch immer wieder an, eine Hungersnot zu erleiden. Das muss man sich mal auch mal überlegen, was das mit dem Körper macht. Ne? Das ist auch nicht gut. Also, naja, außer man steht auch selbst Kasteilen, keine Ahnung. Gut. Dann wurde in einem der Videos kritisiert, dass es eine Aussage kritisiert von einer Bloggerin. Und zwar, dass es keine guten und schlechten Lebensmittel gibt. Das stimmt. Es gibt auch keine guten und schlechten Lebensmittel. Die Menge ist entscheidend. Natürlich ist es ungesünder, wenn ich jeden Tag 3 Liter Cola trinke als 3 Liter Wasser. Das ist klar. Aber die Menge, wenn ich mir, also seitdem ich mir nichts mehr verbiete, habe ich tatsächlich gar kein Verlangen mehr nach sowas, weil die Psyche ist da ganz faszinierend, wenn man auf Diät ist oder irgendwie ein anderes restriktives Verhalten an den Tag legt. Das, was man sich verbietet, was weniger gegessen werden soll, zu sich genommen werden soll, gemacht werden soll, man kann beim Rauchen genau das Gleiche, das ist besonders interessant. Das will man haben. Und seitdem ich mir nichts mehr verbiete,
Ist das okay? Ich habe letztens mit einer anderen Bloggerin via Skype einen Filmabend gemacht und habe mir am Anfang des Abends eine Tüte Chips aufgemacht, die ich hier bewusst für diesen Abend gekauft und habe gedacht, ja boah, geil, heute Abend beim Filmabend ein paar Chips und Wein. So, ich habe an dem Abend 3 Chips gegessen und die Tüte wieder zugemacht und gedacht so, hoffentlich werden die nicht pappig, weil ich mal, wenn Chips so lange offen sind, werden die... Diese Chips-Tüte hatte ich, habe keine Ahnung wie lange gehalten, ziemlich lange. Vor 4-5 Jahren in irgendeiner meiner Diätphasen wäre diese Chips-Tüte in 10 Minuten leer gewesen. Einfach, weil ich es mir verboten habe. Das ist so. So funktioniert halt unsere Psyche. Und wenn man sich ausgewogen gesund ernährt, ist es auch durchaus in Ordnung, wenn man zwischendurch mal den Wein trinkt, die Pizza isst, die Chips isst, die Schokolade isst. Weil die Menge ist das. Wenn ich den ansonsten überwiegend, wie bei mir, Gemüse esse, ein bisschen Obst vielleicht noch, irgendwie ein bisschen Getreidekramsgedöns, also je nachdem, was ich halt esse. Ich könnte da mal ein Videoformat draus machen. What I eat in a day oder in a week oder so. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock auf so ein Videoformat habt. Aber dann ist auch mal... vermeintlich ungesundes Essen in Ordnung. Und ja, deshalb kann man Essen pauschal nicht in gut und schlecht teilen. Das funktioniert einfach nicht. Und daraus können sogar Krankheiten entstehen, Essstörungen entstehen. Also abgesehen davon, dass Diäten sowieso die Gefahr bergen, Essstörungen mit sich zu bringen. Sehe ich auch ein Lied von. Guckt da auf meinem Blog, auch da schreibe ich über meine Essstörungen. Und übrigens, es war Magersucht, obwohl ich fett bin. Das mal so nebenbei. Man muss Magersucht den Menschen nicht ansehen. Aber es gibt auch was, das nennt sich Orthorexie. Da wird krankhaft, werden die Lebensmittel in gut und schlecht eingeteilt und dann kann man irgendwann diese schlechten Lebensmittel nicht mehr essen. Also das ist wirklich ja nicht gut. Lest euch da gerne mal ein. Und dann gab es eine Aussage und da muss ich jetzt sagen, aus welchem Video es ist. Ich spreche eine Triggerwarnung aus für toxische Männlichkeit und eigentlich auch Sexismus. Und zwar hat die liebe Sascha gesagt, es gibt kein Patriarchat. Sascha, ich glaube nicht, dass du dieses Video siehst. Falls doch, in welcher Welt lebst du? Kein Patriarchat, was? Toxische Männlichkeit, wo wir gerade dabei sind, ist eine Folge des Patriarchats. Es gibt Studien darüber. Die Wirkung von Medikamenten zum Beispiel ist auf Männer ausgerichtet. Symptome von einem Herzinfarkt sind bei einer Frau völlig anders als bei einem Mann. Darum sterben mehr Frauen an Herzinfarkten als Männer. Weil es nicht erkannt wird, weil wir auf Männer ausgelegt sind. In Herrentoiletten gibt es keine Wickelkommoden. Weil Kinder ist ja Frauenkram. Aber was macht denn der alleinerziehende Papa? Oder das homosexuelle Pärchen, was dann halt ein Kind hat. Die müssen das auch wickeln. Es gibt den Gender Pay Gap, Gender Care Gap. Schon mal gehört? Es gibt so viele Sachlagen, so viele Studien. Wir leben in einem Patriarchat. Natürlich hat sich das in den letzten 100 Jahren deutlich gebessert. So, wupp, wupp, wir dürfen wählen. Aber wir dürfen arbeiten gehen. Wir dürfen uns scheiden lassen. Das sind alles Erfolge von der Frauenbewegung. Natürlich hat sich das gebessert. Und natürlich ist es in unserem Land auch besser als möglicherweise in anderen Ländern. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt mit Patriarchat. Das musste ich jetzt loswerden, auch wenn ich dafür ganz viel Hate kassieren werde. Aber das ist okay. Das ist... lest ihr die Studien, die ich euch verlinke. Ihr findet alles in der Infobox, habe ich zu Anfang gesagt. Naja. Oh mein Gott, das Video wird lang. Ich habe gesagt, ich habe noch Buch- und Videoempfehlungen für euch.
zu den Videos. Es gibt von Body Kiss ein tolles Video zum Thema Essstörungen, wo sie unter anderem auch auf Orthorexie eingeht. Das ist halt so eine Essstörung, die findet man vor allem auch im Sportbereich. Da aber mittlerweile Ernährung ja nicht mehr nur für Sportler interessant ist, sondern schon ein Thema ist, womit sich fast jeder irgendwie mal beschäftigt hat, findet man diese Krankheit auch immer mehr in der unsportlichen Bevölkerung. Dann hat Sylvie Carlson, ein Video zu Body Positivity gemacht. Das kann ich euch auch empfehlen. Das ist wirklich super. Ich verlinke euch das übrigens auf, also die beiden Videos verlinke ich euch auf dem i. Ich habe schon wieder vergessen, ich glaube auf der Seite ist das i. Dann gibt es ein Buch, Fearing the Black Body. Gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Und in diesem Buch wird auch ganz deutlich der Zusammenhang zwischen Rassismus, Fettshaming und dem Patriarchat. Das hängt tatsächlich alles irgendwie irgendwo zusammen. Und das Buch Das Patriarchat der Dinge. Die Autorin hat da ganz wunderbar dargestellt, warum die Welt für Männer, also von Männern für Männer quasi gemacht worden ist und warum sich manche Dinge einfach ändern müssen. Ne? Wie eben erwähnt, weibliche Symptome, Herzinfarkt sollten vielleicht mal eher mehr publik gemacht werden. Medikamentendosen sollten auch an Frauen angepasst werden. Die Norm Raumtemperatur ist männlich. Frauen haben es gern 1 bis 2 Grad wärmer. Es gibt da ganz, ganz, ganz viele Dinge. Es gibt zu allen Studien. Ich freue mich jetzt schon, die nochmal raussuchen, in die Infobox zu schreiben. Nicht. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwelche Dinge vergessen, weil es einfach so viel war, so viele Punkte und so viele Dinge, die mich geärgert und getriggert haben, wo ich mir denke, Leute, wenn es so einfach wäre, wie ihr sagt, dann gäbe es kein Übergewicht. Habe ich heute schon mehrfach gesagt, ich weiß, aber ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und es ist einfach nicht an uns, die Körper anderer Menschen zu beurteilen. Das ist nee, das ist so, es ist mein Körper, der geht mich was an und ob ich einen Badeanzug oder ein Bikini trage oder mich in einen Kaftan hülle am Strand, das ist meine Sache. Ja, genauso wie ich beim Sport rumlaufe. Ich denke mir so, ich mache Sport für mich, weil der Körper eine Bauchbewegung, übrigens ganz wichtig an der Stelle, Sport, das habe ich auf jeden Fall vergessen. Sport sollte man nicht machen, um Kalorien zu verbrennen, um einen Kuchen zu verbrennen, um abzunehmen, um sein Essen sich zu verdienen oder sonst was. Das ist alles übrigens essgestörtes Verhalten, by the way. Sport soll Spaß machen, weil wenn Sport Spaß macht, bringt er dem Körper viel mehr, weil Körper und Geist hängen halt zusammen und wenn der Sport Spaß macht, dann wirkt sich das positiv auf den Geist aus und das wirkt sich dann nochmal positiv auf den Körper aus. Und in diesem Sinne, lasst uns hoffen, dass die Fitnessstudios bald aufmachen. Mir fehlt mein Sport. Ich merke das, weil Homeworkout, ich kann nicht mal Squats machen, ohne irgendwo anzuecken. Und ich brauche diesen Settingwechsel ins Fitnessstudio. Ich brauche meine Gewichte, weil mein Körper lacht mich aus mit meinem Gewicht. Weil ich mittlerweile bei den meisten Gewichten mehr als mein Eigengewicht stemme. So viel übrigens dazu, dass mehrgewichtige Menschen ja keinen Sport machen und sportlich sind. Einige von euch da draußen stecke ich in die Tasche. Haha. Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder Sport machen können. Und ich hoffe, dass dieses Video den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht hat. Ich hoffe, dass es für Aufklärung gesorgt hat. Wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr diverse Studien. Ihr findet Podcasts, die hilfreich sind. Ihr findet meinen Blog. Alles, was mir irgendwie einfällt.
Da die Studien der größte Batzen sind, packe ich die nach unten, packe die Podcasts und meinen Blog davor. Genau. Damit ihr euch nicht ganz so weit runterscrollen müsst in der Infobox. Und jetzt freue ich mich auf eine konstruktive Diskussion, an der ich mich auch nur heute beteilige, weil mein Liebster und ich das große, große Glück haben, nach 14, fast 15 Monaten endlich unsere Hochzeitsreise nachholen zu dürfen. Und die geht morgen los. Ja, und dann bin ich für eine Woche abwesend und bin gespannt, was mich dann nach der Woche Abwesenheit hier erwartet. Wie gesagt, kein Hate, bitte bleibt freundlich zueinander. Konstruktive Kritik, immer Hate wird, spätestens nächste Woche, wenn ihr aus dem Urlaub zurück gemeldet und blockiert und überhaupt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche, trotz des schweren Themas. Tschüss!